Hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir sind eure Musikschuldoktoren Clemens und Thomas und heute haben wir uns unseren Trompetologen Donald wieder eingeladen. Er wird uns genaueres zur Zwerchfellatmung bei der Trompete erklären. Viel Spaß! Ja, hi und herzlich willkommen zur vierten Folge der Musikschuldoktoren für die Trompete. Heute mit dem Thema Zwerchfellatmung. Da die Trompete ja ein Blasinstrument ist, was liegt näher, sich mit den Muskelgruppen zu beschäftigen, die für das Ein- und Ausatmen zuständig sind? Das Zwerchfell. Das Zwerchfell ist ein Muskel und liegt genau hier in der Mitte, trennt Brust- und Bauchraum, oberhalb ist Herz und Lunge, unterhalb Magen und Darm. Wenn wir mit dem Zwerchfell einatmen, passieren zwei Dinge. Erstens, das Zwerchfell bewegt sich nach unten, dehnt die Lunge halt vertikal, es entsteht ein Unterdruck und oben kommt Luft rein. Das sieht ungefähr so aus. Wichtig ist, dass oben erst einmal nichts passiert und dass wir ausschließlich mit dem Zwerchfell atmen. Da das im Sitzen oder Stehen schwierig zu reproduzieren ist, üben wir das erst einmal im Liegen. Und um das besser zu veranschaulichen, wünsche ich mir einen Musikschuldoktor her. Ja, wunderbar. Das Wichtigste für diese Übung ist ein Hocker oder Stuhl, in dem man die Beine auf dem rechten Winkel legt, damit wir die Bauchmuskulatur entspannen. In dieser Position atmen die meisten schon alleine nur mit dem Zwerchfell. Wunderbar. Hierbei kann man das Volumen versuchen zu vergrößern und immer mehr einzuatmen. Sollte dann aus irgendwelchen Gründen immer noch oben geatmet werden, einfach die Arme nach hinten ausstrecken, damit wir den Brustkorb etwas blockieren. Und dadurch wird es schwierig, den Brustkorb zu atmen und wir atmen wieder nur mit dem Zwerchfell. Wunderbar. Ja, diese Übung jeden Tag ein paar Minuten und schon macht man sich wieder die Zwerchfellatmung bewusst, die wirklich die günstigste Atmung fürs Trompetespielen ist.